Mega leckere Holundersahnetorte. So einfach geht's. Du gibst 4 Eigelb in eine Schüssel, 50 Gramm Zucker. Rührst das Ganze cremig auf, etwa 5 Minuten, bis eine hellgelbe Masse entsteht. Anschließend gibst du 4 Eiweiß in eine Schüssel, eine Prise Salz und rührst das Ganze zu einem Eischnee steif. Gibst den Eischnee auf die Masse. Dann nimmst du ein Sieb, gibst 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Stärke und einen halben Backchen Backpulver dazu. Siebst das Ganze auf die Masse. Hebst das Ganze vorsichtig unter mit einem Teigschaber und gibst die Masse dann, den Biskuitteig, in eine Springform 22 bis 24 cm mit Backpapier ausgelegt. Streichst das Ganze noch etwas glatt und backst ihn bei 180 Grad für 25 Minuten Ober- und Unterhitze und lässt ihn dann nach auskühlen. Wenn er fertig ist, 8 Blatt Gelatine gibst du in ein kaltes Wasser, nimmst eine Schüssel, gibst 500 Gramm Magerquark dazu, 200 Gramm Frischkäse, 100 Gramm Zucker, 60 Milliliter Holundersirup, Abrieb einer Bio-Zitronenschale und rührst das Ganze cremig auf. Gibst die 8 Blatt Gelatine in einen Topf und löst das Ganze auf. Gibst 2 Esslöffel von der Holundersahnecreme dazu, rührst das Ganze cremig und das gibst du dann zu deiner fertigen Creme. So, hinein damit. Das Ganze rührst du noch etwas schöner auf. Dass alles gut vermischt ist, gibst 400 Gramm geschlagene Sahne dazu und hebst das Ganze vorsichtig unter, sodass alles sehr gut vermischt ist. Die Holundersahnecreme ist dann fertig erstmal. Jetzt nimmst du deinen Biskuitteig. So, tust ihn in 2 Teile teilen, gibst ihn auf den Boden auf eine Tortenplatte, machst einen Tortenring außenrum und füllst die Holundersahnecreme hinein. Streichst das Ganze schön glatt und dann gibst du den Boden darauf. Schön ganz leicht festdrücken und ab damit in den Kühlschrank für 2 Stunden. Danach bestäubst du ihn mit Puderzucker, machst den Tortenring ab und fertig ist deine wunderbare Holunder-Sahnecremetorte. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Sie ist wirklich super lecker und einfach zu machen.